Hallo ihr Lieben, liebe Patienten und Patientinnen, liebe Kanasseure und natürlich liebe Kanasunity. Es ist mal wieder soweit und somit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Sortenberichte. Und heute stelle ich euch eine interessante Sorte vor, zumindest verspricht der Name etwas Besonderes. Es handelt sich nämlich um Remixan 27.1 PBB, also Peanut Butter Breeze oder Breath. Jeder sagt ein bisschen anders und ich bin ja schließlich kein Engel. Ja, diese Sorte war auf jeden Fall schon länger auf meinem Radar und ich freue mich, ja, mit euch heute darüber sprechen zu können. Ja, was ich allerdings ein bisschen erwähnen muss am Anfang, dass die Blüten etwas feucht angekommen sind, aus welcher Apotheke, sage ich jetzt auch nicht. Und dass ich musste erst ein paar Tage nachtrocknen. Ja, jetzt sind sie aber beeindruckend kompakt und haben wirklich eine fantastische Struktur. Das könnt ihr gleich auch auf den Bildern sehen. Natürlich bin ich als Cannabispatient besonders an den medizinischen Aspekten, ja, und dem spezifischen Terpenprofil interessiert. Auf jeden Fall Peanut Butter Breeze bringt eine spannende Mischung aus so nussigen und waldigen Aroma mit sich. Und die erinnert so leicht an Erdnussbutter, zumindest wenn man eine gute Fantasie hat. Mich hat der erste Geruchseindruck trotzdem neugierig gemacht. Ja, und so würde ich sagen, lasst euch überraschen, was Remixan 27.1 PBB noch so alles zu bieten hat. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zur wichtigen Aromaprüfung, heute mit dem Stylus Pro von Heisen. Mehr zu dem Gerät in der Beschreibung. Ich habe schon mal vorhin einen geraucht, deswegen ist es auch so ein bisschen neblig hinter mir. Kleiner Scherz. Okay, dann auf geht's. Ich warte noch kurz, bis er aufgeheizt hat. 21, 22, 23 und dann weiß ich nicht mehr, wie es weitergeht. 24 kommt danach, genau. Testen. Seht ihr diesen Nebel hinter mir? Ich weiß auch nicht, wo der herkommt. Ist auf jeden Fall. Also da fühlt man sich so richtig wie im Wald. Es ist wirklich weniger erdnussig, mehr waldig, würde ich sagen. Auf jeden Fall lecker. Ja, was das Erscheinungsbild angeht, ist Remixian 27.1 PBB einfach toll, also zumindest nach dem Trocknen. Ja, die Blüten sind jedenfalls sorgfältig getrimmt, die Farbe ist wirklich ein sattes Grün und die Trichome funkeln. Ja, was wäre unsere Sendung eigentlich ohne den Drücktest, nicht wahr? Also, Baby, lass dich drücken. Wir halten jetzt beide die Luft an, damit wir das Geräusch hören können vom Drücktest. Also ihr habt gehört, es knistert, aber es zerfällt nicht sofort in alle Bestandteile. Und ihr könnt jetzt auch nochmal die Blüten anschauen. Sehen wirklich herrlich aus. Ja, also ich würde sagen, sieht schön aus, die Blüte. In deutschen Apotheken ist diese Sorte als Remixian 27-1 PBB verfügbar. Diese Sorte ist eine interessante Mischung aus Indica und Sativa. Sie wurde aus den Elternsorten Dosidus und Mendo Breeze F2 gezüchtet, die ein beruhigendes und zugleich angenehmes High verleihen. Die Blüten stammen aus einer Produktion in Kanada, welche wohl auf höchste Qualität und Innovation setzt. Mehr wissen wir leider über die Produktionsanlage nicht. Für Schmerzpatienten und Menschen mit Schlafproblemen könnte diese Sorte also eine interessante Option darstellen. So, jetzt zeigen wir euch aber mal wieder die Grafik über die Aufstellung des Terpenprofils. Ja, und wie immer der Hinweis, der Terpengesamtgehalt und die Verteilung der Chargen können natürlich ein bisschen variieren. Wir haben Carophyllen mit 52% bei dieser Sorte, Limon mit 30%, Linalool mit 22% und Humulen mit 20% und die weiteren Terpen sind uns nicht bekannt. Ja, und jetzt kommen wir noch zu meinem persönlichen Fazit. Ja, für mich ist diese Sorte, auch wenn ich mit der Lieferung und Güte am Anfang nicht so zufrieden war, angenehm zu konsumieren
und hilft mir wirklich so bei der Unruhe und ja auch bei Schlafproblemen. Also für alle, die eine Sorte suchen, die beruhigt und dennoch klar im Kopf hält, kann ich Remixan 27.1 PBB auf jeden Fall empfehlen. Gerade diese Kombination aus hohem THC-Gehalt und den beruhigenden Terpenen könnte für viele Patienten hilfreich sein, also gerade für Patienten so mit ADHS oder aus dem Schmerzbereich. Ja, außerdem ist die Sorte auch sehr gut tagsüber zu konsumieren, da sie nicht so träge macht. In diesem Sinne hoffe ich, euch hat der Sortengericht In diesem Sinne hoffe ich, euch hat der Sortenbericht gefallen und ihr schreibt mir eventuell eure Erfahrungen in die Kommentare. Bleibt auf jeden Fall möglichst gesund und natürlich legal. Ja, und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann lasst bitte mal ein Abo da, aktiviert die Glocke und natürlich freue ich mich auch über finanzielle Unterstützung durch eine Mitgliedschaft oder ein Super Thanks. Bis dann.